Hallo und herzlich willkommen bei Nackt-Moll-TV mit dem Manni und dem Toffer und mal wieder Guild Wars 2. Die Nacktmulle sind wieder. Mal wieder. Die Nacktmulle sind wieder unterwegs. Wir haben immer noch schöne Röckchen an, die immer noch scheiße aussehen, wenn man springt. Was ich übrigens jetzt bei der Kontrolle meines Videos gesehen habe, ist, ihr guckt automatisch, der Charakter guckt automatisch in die Richtung des Ziels, das ihr anvisiert habt. Finde ich sehr cool. Außer es liegt hinter einem, dann verrenkt er sich nicht den Kopf wie eine Eule. Ups. Ja. Ja, Manni redet über Röcke. Genau. Cool. Wir, jetzt ist er sprachlos. Wir lösen hier Rätsel, ohne dass wir irgendwas tun. Ich will immer noch hier. Ja, das ist das, ja, das wird bei mir markiert. Ja, aber wir haben hier noch einen unentdeckten Aussichtspunkt. Du bist auch so ein Aussichtspunkt. Ja, komm mit. Komm mal mit. Ja, wahrscheinlich das leuchtende Ding. Nein, komm mal mit. Ich gehe mit dir jetzt auch garantiert hinter eine Taverne. Ach, halt ich hab einen Streitkolben, also lass mich in Ruhe. Wehe, du fasst mich an. Ich weiß, dass man hier immer irgendwie hochklettern musste für diesen Aussichtspunkt. Du weißt das, obwohl du hier nicht warst. Ich hab einen Level 14 Mage, ganz am Anfang habe ich das gesagt, halt die Klappe. Ja, da hast du aber auch gesagt, du hast hier nicht gespielt. Nein, aber ich weiß, dass man bei Aussichtspunkten immer irgendwo hochklettern muss. Das leuchtende Ding ist direkt auf dem Weg, der rechts von uns ist. Sei still, ich will den Aussichtspunkt haben. Ich komme hier nicht diesen scheiß Wagen hoch. Ach, leck mich. Da will ich jetzt keinen Aussichtspunkt. Ich hänge. Hier ist ein Aussichtspunkt. Dafür wirst du da oben auf die Taverne müssen. Glaub mir, ist so. Ach, du erzählst irgendeinen Quatsch. So, aber ich will jetzt hier, warte mal, steigert euer Ansehen und helft den Bewohnern der Wandererhügel. Sprecht mit Speer Agnar. Okay, aber wo ist denn Speer Agnar? Jetzt hätten wir das Rätsel lösen können. Guck, wenn ich hier in diesen Bereich gehe, dann sehe ich nämlich dieses leuchtende Ding, gehe ich zurück, ist es weg. Ja, genau. Aber wie löst man dieses Rätsel? Halt die Klappe, wir gehen da jetzt einfach hin. Gast. Ja, ich genieße die Zeit. Ich muss los. Okay. So, weg von Manni. Puff. Freiwilliger. Ich wollte jetzt irgendwas aufheben. Ah, will der denn? Ich bewege mich ohne Beine, ich drücke ohne Arme, ich spreche ohne Worte, ich heule ohne Mund. Was bin ich? Hör mir auf mit so einem Scheiß. Ich sammle Rabeneier. Ja, du musst hier die Raben anquatschen. Ich labe mich an der Luft, aber trinke kein Wasser. Ich habe keine Augen, aber ohne mich seid ihr blind. Was bin ich? Feuer. Bewege mich und ich werde wachsen. Feuer. Wenn ihr es wert seid, werde ich zu etwas, das ewig wert. So, was haben wir hier noch? Legenden. Esst mich und ihr werdet ersticken. Kommt doch. Und stellt euren Verstand auf die Probe. Der Rabe hat ein Rätsel für euch. Quatsch mir nicht dazwischen, wenn ich vorlese. Esst mich und ihr werdet ersticken. Doch in mir liegt der Schlüssel zu Leben und Wachstum. Was bin ich? Ein Keks. Erde. Erst Verteidigung, dann Angriff. So, haben wir noch einen Raben hier? Wer ist Erde? Mit mir werden Schlachten niemals alleine gekämpft. Mit mir werden Bündnisse niemals gebrochen. Was bin ich? Ein Krug Bier. Wahrscheinlich Treue. Ich bringe Felsen zum Verwittern. Ich zerschlage Körper und verschlinge Städte. Und doch bin ich notwendig, um zu überleben. Fertig. Was bin ich? Na toll. Wasser. So, und jetzt können wir hier noch mit diesem komischen Geistreden verlassen. Seid ihr gekommen, um zu sehen, was das Auge nicht sieht? Seid ihr gekommen, um zu erkennen, was in den Schatten verborgen liegt? Setzt euch und hört zu, was der Rabe zu sagen hat. Ich habe ein Rabenei auf dem Boden gefunden. Bringt es zu einem der Horse zurück, dort wird es sicher sein und der Rabe wird euch danken. Okay. Der Rabe weiß, wie kann ich den Raben helfen? Er ins Nest legen. Nutzt den Blick des Raben, um aus den Nestern gefallener Eier zu finden und in die Horste zurückzulegen. Habe ich doch jetzt gemacht. Jetzt habe ich auf einmal nur noch ein Ei gehabt, oder was? Da liegt wieder eins. Warum ich jedes Mal meine Waffen ziehen muss, wenn ich ein Ei aufhebe? Ei. Da, 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 da.
Ihr seid schlau. Der Rabe ist mit euch zufrieden. Was ist jetzt? Haben wir jetzt genug? Nein. Du hast so. Ich hab noch eins, ich hab noch eins. Ich hab auch noch eins. Lauf, Forest, um, ich muss meine Maus einklemmen. Wie viele kurz. Sollen wir denn noch hier? Mach das mal kurz, warte. Naja, du und deine Maus. Hallo, sammel das Scheißding auf. Was liegt denn hier als Schrott auf meinem Schreibtisch? Mann, ey. Das kann ich auch hier hinbringen. Kein Pödüm? Was heißt hier kein Pödüm? Ja, ich habe die Maus angeklemmt, das macht kein Pödüm. Weißt du? Unterdrückt. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl. Deine Maus kaputt ist? Nein. Hallo? Ja? Schon gut. Mein Gott, wie viele Eier muss man denn hier... Ach. Ihr Balls of Steel, ne? Ja, ja, schon klar. Eins noch. Wir könnten noch mal schneller respawnen. Fertig! Nö. Doch, ich schon. Werft einen Blick in euren Posteingang. Der Rabe sieht alles. Der Rabe hat gesehen, wie er euch um seine Schar gekümmert hat. Er ist erfreut und beeindruckt von eurem Vertrauen. Kommt gerne jederzeit wieder, damit ich euch mit den Früchten von Segen des Rahmens beschenken kann. Okay, alles nehmen. 45 Bronze. Okay. Tschüss, das tschüss. Ist alles? Ja, das war alles. Sprecht mit Ferg. Ich muss mit irgendwie sprechen. Ach, mit dem Herzchen. Da muss ich jetzt sprechen. Hallo, Herzchen. Hallo. Der Rabe lächelt auf euch herab, weil ihr euch um seinen Schwarm gekümmert habt. Erbittet ihr seinen Segen? Ja. Oh. 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 Totem des Raben plus 3 Zustandsschaden. Wir nehmen den Totem. Dachte, ich kann die Sachen kaufen. Das ist ja doof. Genug gesagt. So. Löst die. Ja, so, achso, warte mal. Überall Gewehr. Okay. Ja, Manni, was machen wir jetzt? Ich finde den Aussichtspunkt immer noch sehr interessant. Du und dieser Aussichtspunkt. Such. Ah, hier war doch was mit untersuchen. Wo war das? Was? Ich hatte gerade was untersuchen, drücken, bla bla. Hm. Hier gibt's nichts. Ja, ich weiß auch nicht, wenn man hier auf die Taverne kommen soll. Da oben ist aber eine Fahne. Ja, das ist der Aussichtspunkt. Das hast du ja nicht erklärt. Du sagst immer nur Aussichtspunkt, Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Ach, halt die Klappe. Mensch. Fall dir gleich runter, ich sehe das kommen. Du bist viel zu fett, um hier raufzulaufen. Sei still. Tata! Was gibt's hier jetzt? Einen Aussichtspunkt. Was kann der? Aussichten. Die Antwort genügt mir nicht. Ist mir doch egal. Es gibt EPs. Das ist schon besser. Das sieht schön aus. Ganz ich finde das sehr schön, wenn du EPs kriegst, ehrlich gesagt. Wow. Es gibt 66 Fallschaden. So, da ist was zum Angreifen. Ja. Was? Ich will dieses komische hier, was ein Skelknest angreifen. Bam, bam. Muss... Hat wer meinen Bär gesehen? Ja, jetzt kommt er, wisst ihr? Hat wer meinen Bär gesehen? Ja, jetzt wird auch noch schlüpfrig. Was ist das denn?
Kann ich das Vieh auch umhauen? Gefallener Verbündeter. Bam! Ich heil dich, ich heil dich, komm her, ich heil dich! WTF? So, ich hab den Krieger geheilt. Du kannst hier die Leute aufheben. Warum tust du sowas? Die haben alle Rabeneier dabei. Was ist unsere Aufgabe? Wir hauen hier schon wieder alles tot. Helft Fergen dem Fährtensucher. Sprecht mit Fergen beim Heldenrat. Ich weiß aber nicht mal, wo der Typ ist. Sollte es dafür nicht eine Anzeige geben? Gibt's doch inzwischen in jedem Spiel. Warte mal. Das ist da der blaue Punkt. Wie haben wir aber? Ja. Fertigkeit erlernen, wilde Geister. Zur Geschichte springen? Was ist das denn? Was hast du jetzt gedrückt? Gar nichts. Gibt nur in der Minimap Ach zur so. Geschichte springen. Der grüne Punkt da unten ist das, wo wir hin müssen. Der grüne Punkt da unten. Ja, du leitest uns schon. Ich erwähnte, dass der Akku meines Navis ist alle. Soll ich dir eine neue Batterie in den Arsch schieben? Sei still, hier ist ein Ausbilder. Waldläufer. Zeigt mir eure Handbücher. Nekromant. Habe ich mal voll noch kein Geld für. Lebt wohl. Da ist meine. Du hast da auch noch kein Geld für. 10 Silber. Hab ihr da, kommt her. Ihr müsst 10 Silber. Vorbeikommen. Willkommen beim Heldenrat. Unterhaltet ihr euch gut. Wo sind wir hier? Hier treffen wir uns, um gemütlich zusammenzusitzen, zu trinken und uns zu erholen, bevor wir uns das nächste Abenteuer stürzen. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer. Wo soll ich hin? Ihr solltet die heiligen Schreine besuchen. Redet mit... Das kann doch kein Schwein aussprechen. Unten an der Halt die Klappe. Unten an der Feuerstelle. Er verehrt alle Geister. Danke. Gibt es jemanden, der eine bessere Rüstung kaufen kann? Ja. Wer sind denn diese Schaufler? Maulwurfsähnliche Kreaturen, die so dumm sind, dass sie ohne die gestohlene Ausrüstung der Zwerge längst schon ausgestorben wären. Toffer, der redet von dir. Was? Wo kann ich die Schaufler finden? Wenn ihr Schaufler sehen wollt, redet mit Grimmer Maulwurfsprügler. Ihr findet ihn im Südwesten von hier. Er weiß, wo man die Schaufler treffen muss, damit es weh tut. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Mit wem muss ich denn sprechen? Guck mal, hier ist was. Möchtet ihr die Geschichte fortsetzen? Wilde Geister, empfohlene Stufe 3, ja, Instanz betreten. Was? Wir sind immer noch bei irgendeiner Quest. Ah, du das ist die Quest. Ja, passt schon. Hier steht zwar, sprecht mit irgendwem beim Heldenrat. Ja, der aber... ist hier drin. Das ist instanziert. Guck, der hat einen grünen Bubbel auf dem Bubbel. Oh Mann. Instanzen. Oh. Ah, ihr seid Bezwinger. Wie schön euch zu sehen. Ihr beide gemeinsam könntet mein Problem lösen, da bin ich sicher. Ich will zum Wolfsschrein, aber jetzt habe ich Angst, meine Doljaks dorthin zu führen. Einer der Geister der Wildnis ist wahnsinnig geworden und greift Karawanen an. Das ist doch sinnlos, dass ein Geist das tut. Genau das ist es ja. Ich verstehe das nicht. Aber ich weiß, dass die Minotauren in der Gegend wild geworden sind. Nicht Minotauren, der Minotaurus. Er ist ein Geist wie die Bärin oder der Wolf war im haarlosen Hintern der Bärin. Ich kenne den Unterschied. Also er hat von Money geredet. Wenn ein solcher Geist existiert, dann hat er sich seit Generationen nicht gezeigt. Warum also jetzt? Weil das kann. Er ist da draußen. Wenn wir losziehen, werdet ihr es selbst sehen. Ich finde es sehr schön, dass hier so Questdinger mit so einer Videosequenz unterlegt sind. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Was? Ich bin froh, dass wir sind auf dem Weg zum Wolfschrein. Ich will nicht mit dem quatschen. Warum tust du das? Weil ich den angeklickt habe. Oh. Das Sprechen F geht mir auch auf den Keks.
Weißt du, du kommst mit einer Sache, die dir gefällt, und dann mit 20, die dir nicht gefallen. Ich finde das Spiel, ehrlich gesagt, bis jetzt, gut, ich habe ja schon ein bisschen vorgespielt, ich finde es A, sehr schön anzusehen, es ist nicht so bunt wie World of Warcraft. Ich hab's euch gesagt, Fergen, hier draußen ist nichts. Und dass sie mich unterbricht, finde ich nicht so toll. Mädchen, werdet schon sehen. Beobachtet die Büsche da und schaut in die Bäume hoch. Was für Büsche? In den Bäumen. Das ist kein einfacher Minotaurus. Er ist ein Geist der Wildnis. Der Großpapa aller Minotauren. Still jetzt. Habt ihr das gehört? Minotauren in den Bäumen. Wisst ihr eigentlich, dass sich Elefanten in Kirschbäumen verstecken können? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Nein. Aber wisst ihr das? Nee. Die hauen ganz schön rein. Das liegt daran, dass sie sich so gut verstecken können. Deswegen seht ihr die nicht, ja? Die holen sich dafür extra rote Kontaktlinsen. Weil ich hier gerade drücke. Manni, die hauen mir ganz schön rein. Mich bringt nichts zu feiern.